In Haitis Hauptstadt Port-au-Prince wird gekämpft. Gekämpft um ein paar Stücke Seife. Nach dem verheerenden Erdbeben gibt es immer mehr Plünderungen. Die Leute in diesem einst pulsierenden Stadtteil sagen, dass sie bislang noch keinerlei Hilfe erhalten haben. Also wagen sie sich in die zerstörten Häuser und erbeuten, was sie können. Dieser Polizist ist einer von wenigen, die in der Gegend patrouillieren. Verzweifelt versucht er, die Leute von den Trümmern fernzuhalten. Denn immer wieder gibt es Nachbeben, fallen Schuttteile und Trümmerstücke. Ist es das wert, dafür zu sterben, ruft er einem Plünderer hinterher. Ich hole die Leute aus den Gebäuden und stelle sicher, dass sie nicht hineinklettern, um zu plündern. Ich sage ihnen, dass sie draußen bleiben sollen, um nicht von Gebäudeteilen erschlagen zu werden. Nahrungsmittel und Trinkwasser werden am dringendsten benötigt und sind deshalb am heftigsten umkämpft. Hier verschwinden Pakete mit Cornflakes in Sekundenschnelle. Auch Seife ist mehr als willkommen. Strom- und Wasserversorgung sind ausgefallen. Viele konnten sich seit Tagen nicht waschen. Die Existenz vieler Menschen ist durch das Erdbeben zerstört worden. Jetzt greifen sie sich, was sie können. Die Polizei ist überfordert. Meist konfisziert sie höchstens die Ware und lässt die Plünderer ziehen. Damit die Leute etwas zu essen haben, lassen wir diejenigen mit Nahrungsmitteln gehen. Den Rest stellen wir sicher. Die Anspannung in Haiti wächst mit jedem Tag. Das Erdbeben hat so viel zerstört, dass jede Hilfe hier unzureichend erscheint. Die Menschen müssen buchstäblich um ihr Überleben kämpfen.